M-I-N-S-I-D-O. Ich fühl's heute nicht, kein Intro. Ja, Leute, was geht? Willkommen zu dieser Folge von Minecraft Empire. Mit dabei ist heute, wie könnte es anders sein, der liebe... Warum schlägst du mich? Ich hab dich geschubst. Ich hab gesagt, der liebe Tobi, du schlägst mich. Setz dich hin und schäm dich. Schäm dich, mein Freund, schäm dich. Sei froh, dass ich nicht zurückhaue, ja? So, Leute, wir haben heute Folgendes vor. Ihr habt ja mitbekommen, dass Patrick, uns versucht hat zu untergraben, im wahrsten Sinne des Wortes. Tobi, du kannst wieder aufstehen. Und, es quasi gerade riesige Probleme damit gibt, weil wir erstmal nicht wissen, ob unser Fundament vom Haus noch überhaupt hält. Und zweitens, Leute, ob wir überhaupt in diesem Haus noch sicher sind. Dementsprechend haben Tobi und ich entschlossen, lange Rede, kurzer Sinn, meine Freunde, wir werden jetzt eine richtig kranke Luftbasis bauen. Und diese Luftbasis wird uns hoffentlich endlich davor bewahren, Leute, dass wir in Ruhe unser Leben leben können. Und vor allen Dingen werden wir in dieser Luftbasis eine Sache nämlich mit einbauen, Leute, und zwar ein geisteskrank gutes Gefängnis. Tobi, du hast falsch geparkt, ich komme da nicht rein. Du musst, ja, mit deinem Schlag, genau. Ja, genau, toll. Ja. So, Tobi, flieg mal, pass mal auf, soll ich fliegen oder du? Mm, ich navigiere, also, ich flieg okay, los. Okay. Und ich fall wieder runter. Pass auf. Aua. So, und jetzt flieg mal hoch. Okay, ja. Und jetzt nach rechts. Ja. Rechts, 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 Stück weit geradeaus. Mhm. Geradeaus, 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 mhm. Bis wir über dem großen Wasser sind, da fliegen wir ganz nach oben. Und ich sag dir dann ungefähr, in welcher Höhe wir das Ding bauen wollen, ja? Mit dem großen was? Wasser, Wasser, See. Ah, da Wasser, fliegen wir hin und da werden wir das dann drüber bauen, Leute. Denn da haben wir erstmal die Möglichkeit, quasi von unten runterzufallen. Und zweitens können wir da auch sicher landen. So, Tobi, pass mal auf. Hier müsste irgendwo durch Wasser kommen. Sicher? Wenn ich mich nicht. Ah, hier ist ein kleiner Teich, ja, ja. Sinne. Oh. Warte. Wo war das? War das hier vorne, ne? Oder? Ist dir sicher? Oh, hier, oder? Ich glaube, hier ist Wasser. Müsste hier irgendwo sein. Warte, schau mal. Ja, flieg mal jetzt nach oben, genau. Flieg mal jetzt hoch. Ja. Hoch. Hoch, 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 hoch. Warte. Stopp, 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 stopp. Ich 170 ist eine sehr gute Höhe. Okay, kannst du allein ganz kurz? Allein mal ganz kurz das Schiff, das ja. Richtig steht. Okay, und jetzt das Schiff. Bitte, bitte, lieber Gott. Tobi, du weißt, was du zu tun hast, ne? Oh. Tobi, bist du runtergefallen? Tobi! Ja. Tobi! Ich bin im Wasser gelandet. Ah, siehst du, das war nämlich der Grund. Lol, da ist ein grüner Drache. Da ist schon wieder einer dieser grünen. Die ging die ganze Zeit hier durch die Gegend. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist, Alter. Das ist richtig, richtig schlimm. Tobi, pass mal auf. Uns. Okay, warte, ich hab übrigens sämtliche Dinge dabei, die wir brauchen, um. Hallo. Guten Tag, was geht? Pass mal auf, ich mache jetzt mal Folgendes. Wir können nämlich jetzt von hier aus ja quasi unsere Base ganz einfach in den Himmel setzen. Denn wir haben jetzt die Möglichkeit, Leute, dank des wunderschönen Flugschiffs, was wir haben, jetzt hier eine Formation schon mal zu errichten. Tobi, pass mal auf. Wir machen ja. Jetzt hier erstmal eine ganz, 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 ganz kleine billige Insel. Ich habe dir auch schon was mitgebracht. Und zwar hast du ja gesagt, dass die ganzen Rohstoffe dafür ziemlich, ziemlich teuer werden. Ja, das wollte ich dir noch fragen, wie ja. Das Ganze finanzieren Tobi, willst. Ich gebe dir einfach die 37 Goldblöcke, die wir letztes Mal geklaut haben, beim Königsthron unter meinem Haus. Stimmt. Oh. Dementsprechend sollte das auf jeden Fall hinkommen mit der Finanzierung. Und ich hoffe mal, okay, dass das ja, hier ein guter ja, ja. Platz ist. Schau mal, das Ding ist bei der Sichtweite, man kann, ich will diesen Drachen da töten. Warte mal ganz kurz. Meinst du, ich treffe den mit meinem Flammenwerfer? Versuch's mal. Warte, ich versuch's mal. Er fliegt weg. Oh, Alter. Oh. Er greift an, nein. Oh Gott, er greift mich an. Ah. Oh Gott. Ah. Oh, ich habe ihn weggeschlagen. Alles gut, er kommt zurück. Ich töte ihn jetzt. Oh, ich darf nicht runterfallen, er ist gleich tot. Tobi, er stürzt runter auf dich. Oh Gott, er macht einen Sturz. Tobi. Oh Gott. Kill ihn. Oh Gott, ich sehe dich da unten ganz klein. Da ist er. Schaffst du es. Töt ihn. Er kommt nicht zu mir. Verdammt, will er wieder hochkommen? Ich hab ihn. Ist er tot? Nein. Zweimal. Oh, er fliegt weg. Was hält der denn aus? Was zum Teufel, Alter? Wo ist der hin? Lass mit unserem Schwert an. Okay, er kommt zu mir. Oh Gott. Verdammt, er ist gerade hier direkt am Schiff. Er ist direkt am Schiff. Warte, ich schieße mit dem Flammenwerfer ab. Verreck, du Drecks. Nein, ich hab nicht getroffen. Tobi. Okay. Wo ist er? Ah, du hast dich gerade hier hochteleportiert? Ja, ja. Mit dem Stab? Alles gut. Okay. Pass mal auf. Wo ist der? Oh Gott, wo ist er? Der ist hier irgendwo. Warte, ich hab hier schon Bait hingelegt. Hast du gesehen? Ich danke, dass der Geruch von Hühnchen ihn vielleicht anlockt. Oh, mein Gott. Was links? Denn? Wo? Hier in die Richtung. Ja, der fliegt gerade ans Schiff. Warte kurz. Hast du noch Blöcke? Wir brauchen weitere Blöcke. Warte. Lass mich vor. Geh weiter mit den Blöcken. Weiter. Da okay. Ist er. Er fliegt in den Chat. Huh. Oh! Hey, willst du ihn nicht schlagen? Ich komm nicht dran. Ja, ich komm dran. Ja. Warte. Er hängt im Schiff fest. Okay, ja. Warte. Noch einmal. Oh Gott. Was machst du? Aua, ich kann. Dieses Ding ist komplett fehlerf. Ah! Hey, das war ein Prototyp. Aber pass auf, warte. Nochmal. Oh! Ja. Oh, endlich, Leute, was zum Teufel, was für ein Battle, Alter, jetzt hier in der hohen Luft auch noch. Okay, ja, Tobi, pass auf, ich würde sagen, wenn du vielleicht die Möglichkeit hast, kannst du ja mal ganz kurz, warte mal, pass mal auf, ich gehe mal ganz kurz nach unten, kann ich hier safe runterspringen? Da sind, pass auf, da sind diese Blätter.
Oh Gott. Boah, ich bin direkt neben einer gelandet. Oh, Heidewitzka, der Kapitän. Was machst du da unten? Alles gut bei dir. Ich komme nicht da, warte. Bau mal da was hin, dass ich eine Plattform habe, wo ich anvisieren kann. Siehst du das hier? Siehst du die Erde? Tobi! Komm doch, ich hab die Erde hier hingebaut. Wo bist du? Tobi, warte ganz kurz. Leute, wir schaffen das auf jeden Fall noch. Ich muss nur einmal Wassereimer setzen. Okay. Zielen. Hey, ich hab dir doch echt hier eine Plattform hingebaut. Ich sehe die nicht. Die ist zu weit weg. Ach so, warte. Was denkst du, was ich für Augen hab, Tobi? Hier siehst du den Stein? Ich sehe gar nichts. Hä, ach so, siehst du mich? Oh, du warst oben. Okay, so, gut, jetzt haben wir es geschafft, Tobi. Jetzt können wir nämlich einfach das hier machen und jetzt haben wir da keine Probleme mehr. Pass mal auf, Tobi, ich würde sagen, geh du mal ganz kurz bitte rüber und hol mal irgendwie ein wenig von den Baumaterialien. Du kannst die ganz kurz abholen gehen und wir fangen jetzt erstmal an, Leute, hier die Insel auszuheben. Oh mein Gott, wir brauchen auf jeden Fall Steine, wir brauchen eine Menge Cleanstone, wir brauchen von diesen Steinen hier, von diesen Stonebricks brauchen wir eine Menge. Flieg einfach kurz los, warte, Tobi, willst du nicht fliegen oder willst du... die Mauer ist doch eklig da, ja, okay, ich hab gut. Ja meinen Stab. Also, okay, pass mal auf. Das Wasser ist unten so. Das Wasser ist schon unten? Ja. Pass auf, dann beeil dich bitte, weil ich will nämlich nicht hinterherlaufen. Wir können nämlich mal überlegen, Leute. Also passt mal auf, was wir mit dieser Base vorhaben, ist was komplett noch nie da gewesen. Wir versuchen jetzt irgendwie mit riesigen Propellern, die Tobi scheinbar entworfen hat, die auch hoffentlich funktionieren, diese Base quasi zu tragen. Müssen. Und ja, ich will es auch für dich hoffen, Tobi, weil wenn nicht, dann sind wir nämlich wirklich komplett im Hintern, sag ich mal. Und dann geht es quasi darum, Leute, dass wir in dieser Base letztendlich uns erstmal selber ein Haus bauen mit einer Menge Sicherheitsmechanismen. Dann vor allen Dingen hingehen, dieses Hochsicherheitsgefängnis bauen, wo Petra dann letztendlich endlich zur Ruhe gesetzt werden kann, damit dieser ganze Spuk endlich ein Ende hat, Leute. Und dann werden wir uns noch weitere Gedanken machen, was wir hier oben noch alles dazu bauen. Bist du schon zurück? Ich teleportiere mich gerade. Alter, was für ein Händler. Das geht voll schnell. Pass auf, kannst du das Wasser dich rein teleportieren? Ich versuch's mal, warte, ich bin gleich beim Wasser. Warte. Dauert ein bisschen, die Stadt war ein bisschen weg. So, warte. Warte, ich hab eine coole Idee. Wenn du genau unter dem Wasser stehst, müsstest du dich genau hoch teleportieren können. Versuch das mal. Wenn du genau... Ah, perfekt. Sehr schön, Tobi. So. Was denn? Nee, ich hab... Weil wenn wir einfach hier einen Wasserblock machen und dann von unten einfach hochgucken, mitten in den Wasserblock und hier über uns quasi einen Burger, guck mal, dann muss man so... Ja, das hatte ich auch vor, okay. Genau, pass auf. Dann machen wir. Stell mal mit ein paar Kisten auf, Tobi, das wäre nämlich gar nicht so verkehrt. Und pack mal da erstmal alles rein. Ich pack mal hier alles an Kram rein, was ich hab, Alter. Wir brauchen eine Menge Cleanstone. Hast du jetzt alles direkt ausgegeben? Nee, ne? Nee, nein, natürlich. Ich wollte gerade sagen, weil das wäre nämlich wirklich, echt krass gewesen, Alter. Da wäre ich ein bisschen enttäuscht. So, pass mal auf, ich muss mal ganz kurz den Flammenwerfer packe ich auch mal mit da rein, bevor der mir irgendwie noch eine Hand losgeht hier oder sowas. Noch ein paar Cleanstone, aber auch nicht so viele. Hier sind wir noch über dem Wasser, so wie es aussieht, oder? Auf jeden Fall, ja. Pass auf, kannst du das Schiff schon mal ein kleines Stück nach oben fliegen, eventuell? Dass man das schon ein Stück weit wegfliegt? Dann bauen wir die Blöcke ab, ne? Nicht, dass ich dich mitnehme hier. Nee, okay, flieg hoch. Du kannst das Schiff jetzt wirklich ein gutes Stück beiseite fahren. Das passt dann soweit. Ja, noch höher. So ist gut, genau, perfekt. Passt soweit. So, und jetzt. Ich werde wahrscheinlich. Ja, egal, du fällst ins Wasser, oder? Alles gut, Tobi? Ah, lol. Was? Tobi? alles klar, okay. Gut, Leute, das scheint, wie gesagt, immer noch ein paar Probleme mit den Schiffen zu geben, aber wir kriegen das auf jeden Fall irgendwann hoffentlich dann hin. So, Leute, ich würde sagen, wir fangen jetzt quasi erstmal an mit dem Grundgerüst quasi des Ganzen hier. Das heißt, wir haben jetzt hier erstmal einen langen Zapfen, auf dem dann quasi die große Insel dann letztendlich fliegen soll. Pass mal auf, ich hatte mir halt irgendwie sowas vorgedacht, damit die quasi richtig schön... natürlich irgendwie aussieht, weil wir kennen ja die Himmelsinsel. Wir waren ja bereits in mehreren Dimensionen, wo es quasi diese Himmelsinseln gab, Leute. Und dementsprechend kann man sich daran auch irgendwie ganz gut orientieren. Pass mal auf, geh mal her. Hast du noch Holz dabei, Tobi? Wir brauchen auf jeden Fall eine Leiter. Hey, Holz ist so in der Kiste. Ah, ne, habe ich in meinem Inventar. Ja, ist es. Kannst du mal hier ein Crafting Table hinsetzen, bitte? Der muss auch drin sein. Ich habe einen. Okay, sehr gut. Pass mal auf, warte. So. Und jetzt, wie gesagt, Leute, geht es erstmal darum, quasi eine Grundplattform für unsere Basis zu haben. Wir werden mehrere Inseln bauen, die dann untereinander verbunden werden. Und ich bin, wie gesagt, echt mal gespannt, ob das dann auch so unseren Vorstellungen entspricht, wie ich mir das hier quasi gerade ausmale. Aber ich denke mal, das wird ganz gut funktionieren. So, pass mal auf, Tobi. Jetzt können wir schon hingehen und diese Insel richtig krass in die Breite ziehen. Schau mal hier, dass wir die quasi halt so machen und so. Und jetzt müssen wir das quasi so in diese riesigen Formation hier machen, dass das Ganze halt auch irgendwie gut aussieht, sag ich mal. Weil sonst passiert das, sonst passt das Ganze nicht so. Wenn du runterfällst, ne, du musst auch... Ja, da muss man halt ein bisschen vorsichtiger sein, aber das kriegen wir schon irgendwie hin, Leute. Wir sind natürlich Profis hier im Werk, ne, ihr kennt uns ja. Wir sind natürlich sehr bedacht in der Art, wie wir arbeiten und generell, das ist ja... bis dato noch kein Problem für uns gewesen, irgendwelche Sachen zu machen, die bis jetzt noch keiner gemacht hat. Wir sind da ein bisschen Vorreiter, ne, an dieser Stelle. So, pass mal auf. Jetzt kann man die nämlich hier Richtung, weil dann baue ich das hier schon mal ab. Einmal so ein bisschen herauskristallisieren quasi lassen. Die sollen ja nicht viereckig werden, das ist ganz wichtig. Das muss ja dann irgendwo noch einen natürlichen Look haben, das Ganze.
Dementsprechend kann man die wirklich ganz, ganz zufällig irgendwie hinsetzen, sodass es irgendwie passt, Leute. Den einen oder anderen erinnert das vielleicht gerade an etwas. Mich tatsächlich jetzt gerade nicht. Aber ich glaube, viele Leute werden schon verstehen oder viele Leute werden schon wissen, was ich darauf was ich damit anspielen möchte. Aber wie gesagt, Leute, es geht jetzt vorrangig darum erstmal, dass wir quasi Patrick jetzt endlich mal eine Lehre setzen und vor allen Dingen etwas schaffen, Leute. Ein Gefängnis, aus dem Patrick niemals in seinem ganzen Leben wieder ausbrechen kann. Aber erstmal, Leute, bauen wir natürlich erstmal unser Haus, unsere Base, wo wir uns erstmal wohlfühlen können. Wir müssen natürlich ein Feld anlegen und all diese Sachen. Das kommt natürlich mit dazu, ne? Das ist natürlich alles ziemlich, ziemlich wichtig, Leute, denn wie gesagt, wie will man sich in diesen Höhenmetern irgendwie noch versorgen lassen, sag ich mal. Und ich denke mal, dass wir vielleicht sogar ein bisschen Hilfe von eventuellen Architekten noch dazu holen, denn die haben natürlich auch da irgendwo Interesse daran, uns dabei zu helfen. Wir kriegen ja auch einen guten Betrag dafür, ne? Wir haben ja eben schon mal gezeigt, was wir hier alles an Geld haben. Dementsprechend wird das auf jeden Fall gut funktionieren. Und ich bin mal gespannt, wie dieses Projekt bei euch ankommt. Ich habe auf jeden Fall extrem Bock drauf, Leute, und ich freue mich darauf richtig, weil ich einfach der Meinung bin, immer was Schönes, Großes zu bauen, macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Und wie gesagt, wir haben einfach den höheren Zweck, Leute, denn es geht einfach nur darum, dieser verdammten Mafia endlich einen Riegel vorzuschieben und endlich Ruhe zu haben vor Patrick und seinen komischen Schergen, die sich da irgendwo rumtreiben. Ne? Das ist natürlich das Wichtigste, was wir nicht vergessen dürfen. So, ich bin aber auf jeden Fall so von der Grundform her schon mal relativ zufrieden. Bist du gerade runtergefallen? Nee, aber ich hab die Kiste mal ein bisschen ausgeräumt, weil ich dachte, wir machen die hierher, dass wir die kleine Insel schon mal wegmachen können. Okay, pass mal auf. Dann können wir nämlich jetzt hier schon mal... Tobi, du hast ja gesagt, genau, perfekt, ja, genau, lassen wir das einfach, Leute. Ja, ihr versteht auf jeden Fall das Grundkonzept, es geht definitiv darum, jetzt hier einen historischen Punkt zu setzen in Empire, nämlich endlich mal unabhängig vielleicht zu werden von diesen ganzen Leuten in der Stadt. Und selbst wenn ich noch der Bürgermeister bin, Leute, vergesst nicht, dass ich auf jeden Fall in der Stadt immer noch meinen Wohnsitz habe. Ich werde auf jeden Fall in die Stadt immer wieder zurückkehren, das ist ja auch nicht so weit von der Stadt bewusst weggemacht worden. Es geht jetzt einfach nur lediglich darum, Leute, endlich Patrick hier zu zeigen, wer hier die Hosen hat und wer nicht. In dem Fall sind das wir. Leute, ich würde sagen, wenn euch diese Folge von Minecraft Empire gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und ich würde mich sehr, sehr darüber freuen, Leute, wenn ihr Bock habt auf weitere Folgen von diesem Projekt. Schaut auf jeden Fall bei Escation vorbei. Das war's von diesem wunderschönen Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.